willkommen bei KNHD und zur fünften Folge von unserem ArcheAge Let's Play. Ja, und er popelt sich erstmal hier im Ohr, okay. Ja, wir haben wieder Großes vor hier. Und zwar, sollen wir Kolossfragmente von den zusammengebrochenen Golems besorgen. Und ja, da stehen uns hier so ein paar Gegner im Weg. Und rufen wir mal unseren Sepp hier, weil der kriegt irgendwie auch Erfahrungspunkte, wenn wir Erfahrungspunkte kriegen. Und deswegen sollte man den irgendwie immer mit dabei haben. Also so habe ich das zumindest irgendwie rausgefunden. So, und dann würde ich sagen, legen wir mal los und hauen hier so ein bisschen was um, damit wir hier an diese Kolosse auch rankommen. Und Sepp steht hier ein bisschen im Weg. Haben wir hier jetzt ihn umgehauen? So, jetzt aber. Ja, haben wir ganz schön einen draufgekriegt. Was unbekanntes Zubehör des Zaubergolems. Okay. Was ist das? Unbekanntes Zubehör? Okay, ein Level 15. Ein Level 15 Ohrring. Ja, sehr cool. Und wir sind Level 14. Fast Level 15. Das ist super. Das können wir dann gleich anziehen. So, und weiter geht's hier. Der nächste. Na? So, jetzt haben wir hier zwei an der Backe. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Los hier, warum machst du nichts, mein Freund? So, wir sterben gleich. Wir sterben gleich. Oh je. Oh je. Ziel blickt in die falsche Richtung. Jetzt haben wir gleich noch einen an der Backe hier, oder was? Okay, und jetzt haben wir den noch an der Backe. Aber den hat, glaube ich, unser Sepp an der Backe, oder? Also der Respawn, der ist echt ultra krass hier. Ah, wir sind gestorben. Wir sind gestorben. Respawn am Tempel. Ja, wir hätten natürlich noch einen Heiltrank nehmen können, ist klar. Und dann sprechen wir mal mit ihr. Wir wollen gesegnet werden für 14 Arbeitspunkte, okay, und kriegen dafür hier unsere verlorenen Erfahrungspunkte wieder, die wir beim Sterben quasi, ja, verloren haben. So, ob sich das wirklich lohnt, ob man lieber die 14 Arbeitspunkte nehmen soll, das weiß ich nicht. Und ja, unseren Sepp, wie heilen wir jetzt unseren Sepp? Ich glaube, da hatten wir doch so ein Getränk bekommen, oder? Halt die Wunden eines Begleiters, okay? Wie funktioniert das? Sepp ausgewählt. Halt schwere verwundene Begleiter und Reittiere, sowohl HP als auch MP. Oder muss man das irgendwo reinpacken? Muss man hier... Geht nicht. Ja, weiß ich nicht. Hier haben wir so ein Zahnrad. Muss man das hier raufklicken? Nö. Naja, egal. Jetzt ist er eh voll geheilt. So, wir müssen wieder da runter. Ist gar nicht weit, zum Glück. Und müssen das Ganze nochmal tun. Weil wir sollen ja hier diese Teile finden. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal. Okay, der ist hier irgendwie nicht im Sichtfeld. Was ist das?
Okay. Das sieht ja cool aus. Wenn wir die Sicht ändern, hier hochschauen können. Ja, das schaut ja fett aus. Was ist das denn? Ein Luftschiff. Kann man da vielleicht mitfahren? Toll. Also das schaut mal richtig fett aus. Ja, vielleicht können wir da irgendwann mal mitfahren. Keine Ahnung, wo man hier einsteigt oder so. Vielleicht hält es da an dieser Bahnstrecke. Aber warum sollte ein Luftschiff an der Bahnstrecke anhalten? Wo ist es weg? Okay. Gut, dann versuchen wir nochmal unser Glück erstmal hier von den Golem-Teilen. So, eins von drei. Ja, der Respawn hier, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum der so schnell ist. Was ist jetzt los? Ach so, stimmt, da ist ja ein Skill, den wir noch hatten. Was war denn das? Verursacht ein Schüler bei allen Gegnern. Ah, den hätten wir vielleicht auch mal mitnehmen Sichtweite. sollen. Immun? Warum ist der immun? Und warum kommt er nicht zu uns? Ist der hier außer. Was ist los? Hängt der irgendwie fest oder was? Ah, jetzt geht's, okay. Okay, nehmen wir mal einen Heiltrank. So, und jetzt können wir hier den nächsten ja, Golem hier plündern. Und der hier drüben ist auch schon wieder da. Ja, für so Sammelquests ist natürlich super, wenn das Zeug innerhalb von Sekunden wieder spawnt. Aber wenn man sich irgendwo freikämpft, dann ist das weniger lustig. Also, na gut. Den Sepp besteigen, wollte ich gerade sagen. Das klingt da sehr witzig. Ah, der hat auch hier dasselbe Schwein wie wir. Okay, der heißt sogar so ähnlich. Wie heißt er denn? Kolix. Kolix. Hihi. Okay, hi Kolix. So. Wo haben wir denn jetzt gepult? Entschuldigung. Entschuldigung, Kolix, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ah, okay, und den, wenn den einer angeschossen hat, dann können wir den nicht mehr plündern, okay? Ja, schade. Ja, ab auf den Sepp und ja, Quest abgeben. Und das ist irgendwo hier. Ah, wir müssen wieder mit dem Kopf hier sprechen. Doch, wenn man von hier schaut, sieht das tatsächlich wie ein Kopf aus. Na gut, steigen wir mal ab und sprechen nochmal mit ihm hier. Ah, du bringst mir die Splitter. Es ist schon lange her, dass ich so viel gesprochen oder nachgedacht habe. Ich spüre bereits, wie ich entschwinde. Aber ich gebe mein Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Okay. So, ja. Der Stein erinnert sich. Ich stand einst stolz in der Schlucht der Riesen, bevor mich deine Brüder mitnahmen. Die Schlucht der Riesen? Was soll das sein? Es ist die Heimat meines Volkes, wo wir in gesegnetem Wasser baden. Der, den du suchst, würde häufig dorthin gehen. Der Zwerg hinterließ seine Worte mit Dunstwächter. Okay? Der Zwerg hinterließ seine Worte beim Dunstwächter, dem ältesten von uns allen. Es waren traurige Worte in Stein gemeißelt und der Dunstwächter erklärte sich einverstanden, sie zu hüten. Vielen Dank, aber wo ist diese Schlucht und wer ist der Dunstwächter? Hallo? Verdammt, er ist wieder versteinert. Dann werde ich wohl jemanden anders nach der Richtung fragen müssen. Okay. Oh, ein Video. Ein Blatt, das dir zeigen kann, was du suchst. Das hörte sich zuerst nach unglaublich mächtiger Magie an. Wenn es dir nur den genauen Ort von Jingas Labor gezeigt hätte.
Stattdessen zeigte es dir einen Stein, aber nicht den Stein vor dem Eingang eines geheimen Labors. Nein, einen Steinkopf, der nur weitere Fragen aufwarf. Der Kopf wusste, dass Jinga gerne den Koloss an einem Wasserfall aufsuchte. Doch sein Bewusstsein schwand, bevor er mehr preisgeben konnte. Die Krümel, die du bisher gefunden hast, lassen dich fast wie ein Schaf aussehen. Wie ein hirnloses Wesen, das ständig der Obhut des Schäfers bedarf. Dennoch bist du besser dran als der geköpfte Felsen oder gar Mikaelas betrügerischer Faden. Und leider nicht das Rätsel, nach dessen Lösung du suchen musst. Okay. Fensterplatzierung Ende. Halte Umschalt und linke Maustaste gedrückt und ziehe UI-Elemente, um diese zu verschieben. Ja, das hatten wir ja schon, oder? Fensterplatzierung. Das habe ich ja schon gemacht, aber das geht halt. Ah, jetzt geht's. Ja, lol. Vorhin ging das nicht, ne? Dann hau ich das mal hier so daneben. Neben meinem Begleiter. Hier so vielleicht. Oder hier. Ich hau das mal hier so hin. Dann ist das hier irgendwie besser aufgehoben. Ja, vorhin ging das nicht, ne? Komisch, komisch. Okay, und wir sind Level 15 geworden. Skills aufrufen. Wir haben hier verschiedene Sachen. Überwältigung Rang 3. Durchbohrender Schuss. Ja, Skills aufrufen. Und da muss ich wieder schnell auf meinen Spickzettel schauen, was denn hier für Skills gut sind. Und da geht's weiter. Das sollen wir auf jeden Fall auch machen. Okay, und das ist Reichweite, doppeltes Zurückbiegen. Was ist das? Erhöht den Fernkampfschaden um 9%, hält 30 Minuten. Ah, das ist ein Buff, oder? Ja, cool, cool. Den hätte ich gern. Bestätigen. Zack, und jetzt haben wir hier einen Buff. Und die Buffs, wo packe ich die mal hin? Die Buffs packe ich mal hier so auf die Seite. Oder hier unten hin. Nee, Buffs packe ich mal hier hin. So. Ja, super. Jetzt haben wir hier halbe Stunde. Erhöht den Fernkampfschaden um 9%. Das kann man natürlich super gebrauchen. So, und wo geht's in der Quest weiter? Sprich, ach, und wir haben ja noch diesen Uhrring, gell? So, jetzt können wir den Uhrring anziehen. Und was ist das? Abenteuers? Erhöht maximale Gesundheit 128 für 30 Minuten. Ja, auch nicht schlecht. Hauen wir uns auch noch mit rein hier. Haben wir ja 5 Stücke bekommen. So ein Buffhut, ne? Kann man immer gebrauchen. Super. Und was ist das hier? Getreide? Das ist so irgendwas zum Herstellen. Und hier haben wir noch eine Geldbörse. Und da war drin ein... Ne, 5 Silber. Ich dachte schon, da wäre ein Gold drin gewesen hier. 5 Silber. Alles klar. So, was sollen wir machen? Wir sollen, sprich, mit der Wache an der Golemfabrik. Alles klar. Mit dem haben wir ja vorhin schon mal gesprochen, oder? Also bis jetzt gefällt mir dieses Game echt richtig gut. Die Grafik ist klasse, auch so wie man hier mit dem Mount und also die Interaktion richtig klasse. Schade, dass die Figuren hier nicht sprechen und dass die Übersetzung auch teilweise sehr eigenartig, also nicht so, wie es da steht. Naja, gut. Aber auch die Texte sind irgendwie ein bisschen komisch geschrieben teilweise. Es ist so richtig schwierig zu lesen teilweise. Na gut. Aber ansonsten dieses Spiel, so Grafik und alles, also richtig, richtig toll. Ich hoffe, das bleibt so und hört dann nicht in irgendeinem Level dann einfach auf und es macht dann keinen Spaß mehr oder so. Schauen wir mal, weil jetzt am Anfang wird richtig viel geboten, muss man sagen. Ja, innerhalb kürzester Zeit, man levelt extrem schnell, finde ich. Man hat das Mount ruckzuck und so weiter, seine Ausrüstung setgleich und so. Also das ist schon richtig cool. Ich hoffe, dass dieses Belohnungsprinzip dann nicht irgendwo abrupt aufhört. Aber schauen wir mal. So. Die Wache, hallo. Okay, du warst ganz schön lange fort, was? Hast du gefunden, wonach du gesucht hast?
Das glaube ich. Hä? Kannst du mir sagen, wie ich... Ach so. Das, okay. Wahrscheinlich eher. Ich glaube schon. Naja, gut. Kannst du mir sagen, wie ich zur Schlucht des Riesen komme? Ich muss mit einem der Kolosse dort sprechen. Mist. Ich weiß. Sie liegt im Westen, entlang der eisernen Straße. Aber danach... Vielleicht legst du am besten einen Zwischenstopp im Lager von Ingenieur Ronaray ein. Für einen Elf ist er gar nicht so schlecht. Er kann dir den Weg sicher besser weisen als ich. Okay. Dann ja hier. Auf unser Schweinchen aufsteigen und los geht's zu Ronaray. Oder wie auch immer der gute Elf ausgesprochen wird. Ja, richtig gut. Was ist denn das? Steht da ein Auto oben drauf, oder was? Gibt es da Autos? Da müssen wir jetzt unbedingt mal vorbeigehen. Da steht doch ein Auto oben drauf, oder? Ja, klar. Ja, wie cool ist das denn? Gibt es hier Autos? Was ist das? Frachttauscher. Absteigen. So. Bleib mal hier da. Mach mal da hier Standby. So. Was gibt's denn bei dem? Fracht kaufen benötigt Arbeitspunkte zum Kauf von Waren. Wird Level 30 benötigt. Ah, okay. Sieht nach... Ah, welche denn war? Ich handle nur mit Fracht aus... die bescheinigt wurde. Bescheinigte Fracht kann man sich... in Handelsläden hier in Nuya besorgen. Okay. Ah, sehr cool hier mit diesem Wägelchen und so. Was kann das? Wir setzen Arbeitspunkte in ein Bürgerzeichen, um das Gemeindezentrum zu entwickeln. Aha. Baufenster öffnen. Errichte in deinem Gemeindezentrum Beiträge, bis dieser Rang 3 erreicht. Von allen verfügbaren Boni zu profitieren. Okay. Das meinte ich vorhin mit kompliziert werden. Ich hoffe, das wird nicht zu kompliziert. Dem können wir gar nichts machen. Was ist das hier? Das ist eine Tafel. Aha. Status Besucher. Mein Prestige 0. Anwohner 23. Okay. Einer steht hier nur. Verkäufe, nix. Okay. Krämerin. Was hat die für uns? Ah, die hat ein bisschen was zu verkaufen. Transportticket, Bausatz, Hammer. Okay. Aber wir haben ja einen Haufen Zeug hier. Das können wir vielleicht gleich mal verkaufen hier, oder? Den ganzen alten Scheiß hier, dass die Taschen wieder frei werden. 2 Silber. Okay. Verkaufen wir mal. Und was ist das? Lagerhaus. Ah, das ist unser Lagerhaus. Verwalter, genau. Hier können wir Materialien, da würde ich mal sagen, lagern wir mal alles, was hier so Baumaterialien sind, oder? Genau. So. Und dann sehe ich gerade, wir können hier eine Kiste, die konnte man nämlich schon einmal aufmachen und die kann man irgendwie alle 24 Stunden, kann man diese Kiste öffnen und da sind dann coole Sachen drin. Und was ist denn drin? Ja, Ohrringe. Richtig gute Ohrringe. Besser als die, die wir anhaben. Cool. So. Jetzt haben wir zweimal Ohrringe und jetzt haben wir noch Ringe. Ringe hatten wir sowieso noch keine, oder? Hier, zack, zweiter Ring. Super. Und was ist das hier noch? Achso, das ist die Truhe, die wir dann morgen aufmachen können. In 24 Stunden. Okay. Cool, cool. Und hier, das war ja so ein Ding. Klicke Merken an, um dir deinen aktuellen Standort einzuprägen. Anschließend kannst du den Skill-Rückrufort nutzen, um direkt zum zuletzt gemerkten Standort zu teleportieren. Okay, cool. Das sind quasi so Speicherpunkte, ne? Wo man dann hier quasi sich dann zurück teleportieren kann. Cool, das machen wir doch. Ding! Ah, schau hier. Jetzt haben wir, jetzt hat das Buch richtig was reingeschrieben. Wie cool ist das denn? Geht das nochmal? Schaut ja cool aus. Das gefällt mir richtig gut. Und damit können wir mit diesem Buch, ne? Das hier, oder?
Genau, Rückruf. Cool, 30 Minuten Cooldown. Also ein Ruhestein sozusagen, ne? Sehr cool. Und wie kommen wir jetzt zu diesem Auto? Hier geht es noch eine Etage höher. Okay, hier sind nur Betten. Ein Gästebett. Ja, hier kann man gemütlich schlafen. Der Kopf in dem Kopfkissen. Schade. Kleiner Grafikfehler hier. Okay, ja, weiter höher geht's nicht. Was ist das für ein cooles Bild hier? Ein Kopf. Auch das sieht cool aus. Der ist richtig hoch auch. Nicht einfach nur so am Boden. Also richtig klasse. Aber kann man nicht drüber stolpern. Okay. Und hier hängt ein richtig cooles Bild an der Wand. Hier ist wieder dieses Luftschiff. Das haben wir doch heute schon mal... Oder in der letzten Folge haben wir das doch gesehen, oder? Ja, wie gesagt, gefällt mir richtig gut. Also, wie das hier gemacht ist, ist toll. Oh, wir waren noch nicht ganz... Na, egal. Runterspringen geht auch. Okay, aber das scheint so eine Art Gasthaus zu sein hier. Cool, mit dem Auto auf dem Dach. Perfekt. Oh, und hier steht ein Auto. Und hier sitzt einer auf unserem Pferd. Wieso sitzt der da drauf? Warum sitzt jetzt hier einer drauf bei uns? Wer ist das? Winken, geht das? Können winken. Jetzt ist weg. Jetzt ist das Auto weg. Wieso saß da jemand auf meinem Sepp? Der da saß da drauf, oder? Cool, ist das ein anderes Spiel oder was? Ausrüstung anzeigen. Okay, cool. Das sieht ja lustig aus. Ach, das ist ein Kostüm, oder? Richtig, aber... Nahkampfkostüm. Der hat dieselben Ohrringe an wie wir. Dieselben Ringe. Okay, aber ansonsten ist der, hat der lauter Level 50 Ausrüstung. Okay. Krass. Einen Gleiter hat er auch. Klar. Okay. Die ist Level 35. Die ist Level... Irgendwie geht es nach dem Level 55, geht es dann irgendwie noch weiter. Ich habe schon welche auch mit 7 gesehen mal. Okay. Nicht schlecht, auch das Kostüm. Sieht echt cool aus. Kann man einen Schlüpper sehen hier, schau her. Okay. Na gut, dann steigen wir mal auf. Oh, und der reitet jetzt mit uns mit? Dann nehmen wir den mal mit, oder? Wir müssen eh da runter. Nehmen wir die mit, ne? Hier ist er abgehupft. Was ist los? Ah, er hat sein eigenes Mount. Da kann man da mitreiten. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Und wir haben irgendwie noch nichts geschafft in dieser Folge, oder? Die ist schon wieder fast rum. Mein Gott. Also dieses Spiel vielleicht... Also ich habe... Ich habe schon viele MMOs gespielt, wirklich viele MMOs. Und ich spiele seit 15 Jahren MMOs oder so. Keine Ahnung. Mit WoW angefangen, eine Klassiker. Aber so wie hier, so cool habe ich noch nichts gesehen. Ich frage mich, warum ich dieses Spiel nicht schon viel eher gezockt habe. Also, weil es gibt es ja schon eine Weile. Na gut. Ingenieur, seid gegrüßt. Seit der Schließung der Golemfabrik sieht man hier nur selten neue Gesichter. Was kann ich für dich tun? Kannst du mir sagen, wie ich zur Schlucht der Riesen komme? Ich suche einen Koloss namens Dunstwächter. Also der erste Teil ist einfach. Folge der Straße nach Süden bis direkt zur Schlucht der Riesen. Aber wenn du nach einem bestimmten Koloss suchst, musst du mit den Riesenforschern sprechen. Und das sind echte Griesgrame. Okay. Tatsächlich hörte ich, dass sie Ärger wegen der verschmutzten Rosensträucher haben.
die den Weg in der Schlucht blockieren. Wenn du unterwegs ein paar Sträucher wegmachst, würden die Forscher dir bestimmt helfen. Tja, das können wir doch mal machen, oder? So ein paar Sträucher wegmachen, das tut uns doch nicht weh. Dann, was sollen wir da wegmachen? Vernichtet die verschmutzten Rosensträucher, okay. Sehen die uns, wenn man hier lang reitet? Welches Level sind die eigentlich? 15, ja, die sind ja unser Level, ne? Dann, na dann, wir haben ja jetzt hier den Buff, ne, dass wir hier mehr Schaden machen. So, den ersten haben wir platt gemacht. So, und hier sind diese Rosendinger, oder? Ja, die hauen wir doch weg. 1 von 5, perfekt. Hier das nächste. So, gibt es noch mehr? Das ist keins. Ah, schau, und der Respawn ist wieder hier so schnell. Wir können hier quasi direkt stehen bleiben. Warum können wir das jetzt nicht anschießen? Ah, jetzt. Okay. Ja, 3 von 5. Also der Respawn, der ist also meiner Meinung nach zu krass. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, aber ich finde den echt zu heftig. Also das ist ja, wenn man hier gerade so eine Quest, man muss sich hier nicht durchkämpfen, nichts, man nimmt einfach immer wieder den nächsten, weil er wieder gespawnt ist. Also das finde ich jetzt, ja, irgendwie einen negativen Punkt. Auch hier, wie die Mobs, wie schnell die respawnen, ich weiß nicht, wie das ist, was die für Akku-Ranges haben hier. Also der hat uns zum Beispiel gesehen und wir sind schon ein bisschen mit Abstand an dem vorbeigeritten. Sieht der uns? Ne, der sieht uns nicht. Ja, okay, die Akku-Range ist jetzt nicht so extrem, aber ja, keine Ahnung. Wenn die Dinger so schnell wieder spawnen. Ziel ausgewählt. Was? Ja. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Das müsste die Schlucht sein, oder? Ah, genau. Oh, cool. Was ist das hier? Welche Maschinen? Auch das finde ich geil, wie die gemacht sind so, ne? Diese Details hier mit den Nieten und so. Und also. So, hallo. Mir war, als hörte ich, wie sich jemand durch den Pass kämpft. Naja, gekämpft haben wir nicht wirklich. Also hast du dich durch den verdammten Rosensträucher geschlagen? Was? Gut gemacht. Was führt dich hierher, Fremdling? Und der sieht irgendwie komisch aus, oder? Dem ist irgendwie die Stirn um die Brille gewachsen. Wow. Ich hatte eigentlich gehofft, du könntest mir helfen. Weißt du, wo ich einen Koloss namens Dunstwächter finden könnte? Ah, Belohnung auswählen. Wir hätten gern... Was ist denn das hier? Schwert... Stab. Wir nehmen, glaube ich, wieder so ein Ding hier, oder? So. Dunstwächter? Ich denke schon. Hey, Wagner, ist das nicht der große, olle... Halt die Klappe, Bursche. Das ist das erste Mal seit Wochen, dass wir Hilfe hatten. Willst du dein Geheimnis wirklich einfach so preisgeben? Was? Ho, 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 ein paar Dornbusch... Rauszureißen mag ja für einen Gärtner echte Arbeit sein. Aber wenn du unsere Hilfe willst, musst du schon etwas mehr tun. Siehst du die Kanonen da drüben? Warum jagst du damit nicht ein paar von diesen lästigen Eisengolems in die Luft? Dann können wir uns unterhalten. Ja, du Arsch. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein neues Schwert bekommen. Wow. Ist das irgendwie... epische Qualität. Also auf jeden Fall ist die Qualitätsstufe Arkan, okay. Grün ist prächtig.
Und das ist Arkan. Ist Arkan gut? Also jeder, der hier Ahnung von hat, mal bitte unten in die Kommentare. Ist das was Tolles oder ist das... Okay. Okay. Wiederverwertbar durch Magie, Härtung verfügbar, okay. Das macht auf jeden Fall um einiges mehr Schaden. Ach nee, Ausrüstungspunkte sind das. Was ist das? Schaden? Ja, auch der ist richtig viel höher. Alle Werte sind höher. Perfekt, ja. Ziehen wir natürlich an. So, was ist das hier? Stellt sofort Mana wieder her. Und dann zusätzlich Mana über... Ah, over time. Cool. Dann rücke ich die mal mit hier unten hier zu meinem... Was war das? Das war dieses Buch. Das heben wir mal auf und dann sagen wir hier, und das ist Gesundheit, okay. Dann machen wir hier die Gesundheit und hier die besseren Mana-Tränke. Super, so, und jetzt sollen wir hier mit den Kanonen, drücken wir mal. So, ach hier. Einfacher Schuss. Gerät verlassen und Details. Okay, dann tun wir mal hier, hier tun wir bewegen, alles klar. Und dann, ja, legen wir mal los. Bam. Okay. Ja, das ist einfach. Mal hier hinterschießen, ja. Da können wir vielleicht gleich mehrere, oder? Können wir mehrere treffen, ja, super. 3 von 3, abschließen, ja, schon fertig. Okay. Ja, man. Mit so einem, habt ihr das gesehen? Mit so einer Fackel hier hinten immer angebrannt. Echt klasse. Also ich bin happy. Ein schönes MMORPG seit langem mal wieder. So, okay. Ha, das gefällt mir. Ein Zwerg mit echter Militärausbildung. Also gut. Schütze, du hast deinen Wert unter Beweis gestellt. Ich werde dir helfen. Okay, Belohnung auswählen. Schild, Bogen. Vielleicht kriegen wir jetzt noch so einen epischen, oder was war das für eine Qualität? So ein Bogen. Bogen, ich will hier so einen coolen Bogen haben. Belohnung abholen. So, es gibt eine Elfin namens Fiona, die diesen Ort schon länger studiert als jeder andere. Sie weiß, wo du den Koloss finden kannst, nachdem du suchst. Du findest sie zumeist in der Herzsteinmine am anderen Ende der Schlucht, aber die Reise ist nicht so leicht wie sonst. Okay. Die Schluchten sind voll von defekten Golems aus früheren Zeiten und gefährlichen Rieseninsekten. Wenn du uns ein paar von denen vom Hals schaffen könntest, würde uns das viel bedeuten. Na, schaffst du das? Ja klar schaffen wir das, Mann. Und wir haben hier, die Bolzen sind aufgestiegen, Rang 6. Und was haben wir noch? Erfolg haben wir auch irgendwas gemacht, ja. Diese Erfolge, das ist immer, ja, das ist nicht so. Wir gucken jetzt erstmal, was der Bogen hier so kann, ne. Ah, der ist jetzt wieder grün. Aber der ist um einiges besser. Der ist um einiges besser. Der hat Stärke, Agilität, Intelligenz. Der andere hat Ausdauer, das wäre natürlich, Okay, aber das ist schon gut. Den ziehen wir auf jeden Fall mal an. Und was ist denn das hier? Das Schwert. Das sieht auch schon richtig cool aus, ne? Das sieht schon richtig cool aus. Und der hat auch noch hier, der komische Nasenmensch hier, der hat auch eine Quest. Weißt du viel über die Kolosse? Es ist eine faszinierende Spezies. Wenn ein Koloss wächst, absorbiert er... Was? Lebendige Archäumerz aus den Ablagerungen seinen Füßen. Sie scheinen ihre Energie aus der im Erz erhaltenen Magie zu beziehen. Genauso wie wenn wir essen oder trinken. Ah, okay. Riesenforscherin Nadia studiert diese magische Erz schon seit Jahren. Könntest du aus dem Teich hier ein paar Proben sammeln und sie dann zu Nadia bringen? Das würde sie sicher zu schätzen wissen. Naja, warum nicht? Wenn es denn sein muss. Da oben ist aber auch noch irgendwo eine Quest, ne? Ja, da kommen wir jetzt hier so gar nicht hin, oder? Okay. Ja. Machen wir. Proben sammeln. Geht klar. So, 2 Stück haben wir schon. Und ich schaue gerade auf die Uhr. Die Zeit ist schon wieder rum. Also das ist echt irre. Wie schnell die Zeit hier umgeht, das ist echt der Hammer. Und ich bin echt geflasht von diesem Spiel. Ich finde es total klasse.
Ich finde es total klasse. Kann ich nur immer wieder sagen. Auf jeden Fall ist diese Folge ist rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt gern eure Kommentare unten in die Box. Wie findet ihr dieses Spiel? Ich bin echt geflasht von diesem Spiel. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Jeden Tag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Video. Und ich sage tschüss und bye bye.